Wir sind im Oberlin-Seminar in der Klasse 12. Wir haben ein Problem, sich mit dem Nullstellensatz und mit dem Satz von Maximum und Minimum beschäftigt. Das haben wir mal so am Rande behandelt. Ich will es dir noch mal zeigen. Diese beiden Sätze sind übrigens Spezialfälle des sogenannten Zwischenwertsatzes, und zwar für Xi gleich C, also für eine bestimmte Konstante. Diesen Zwischenwertsatz, den haben wir auch vor einiger Zeit als Video angegeben. Mal nachschauen. Dieser Nullstellensatz besagt nun Folgendes. Die reelle Funktion f sei stetig auf dem abgeschlossenen Intervall von a bis b. Weiterhin soll gelten, f von a ist kleiner 0 und f von b ist größer 0. Dann besitzt f im Inneren des abgeschlossenen Intervalls eine Nullstelle, die wir meinetwegen mit x0 bezeichnen. Die Skizze habe ich hier unten, wenn die Kamera das mal sieht. Wir haben hier eine Funktion von a bis b und wir sehen, f von a wäre kleiner als 0, f von b ist größer als 0, dann muss diese Funktion natürlich die Abszissenachse schneiden. Das heißt, wir haben dort eine Nullstelle. Der Satz vom Maximum und Minimum besagt nun Folgendes. Die reelle Funktion f wiederum sei stetig auf dem abgeschlossenen Intervall ab. Dann besitzt unser f, also dann besitzt unsere Funktion f auf dem Intervall ein globales Maximum und ein globales Minimum. Skizze haben wir hier. Wir haben hier eine Funktion f. Und die ist wieder definiert im Intervall von a bis b. Dann haben wir das Maximum, da das Minimum. Diese Extremwerte können übrigens auch an den Intervallenden liegen. Was haben wir noch? Einen kleinen Hinweis. Der Nullstellensatz bildet übrigens die theoretische Grundlage für ein Näherungsverfahren zur Bestimmung von Nullstellen. Denn es ist manchmal nicht ganz einfach, solche Nullstelle zu finden. Man benutzt hier das sogenannte Intervallhalbierungsverfahren. Bis hierher.